Jeder Angeklagte hat das Recht, sich zu verteidigen. Das sollten Sie als Juristin bedenken. Ist das denn genau informiert? Bitte geben Sie mir einen Verhandlungstermin. Das geht doch einfach. Ich begnadige Sie und den Fall ist erledigt. Nein, das Urteil nehme ich nicht an. Ich bitte um Durchführung des Prozesses. Also, wo soll die Streitbehandlung stattfinden? Wir sagen, auf dem Schloss. Auf dem Schloss? Ein würdiger Mann. Mindestens 100 Menschen anwesend. Wie stellen Sie das vor? Vorstelle. Ich lade Sie zu einer Schlossbesichtigung ein. Bei dieser Gelegenheit halte ich meine große Verteidigung zu. Na gut. Und eine Bedingung. Schon erfüllt. Martin, also Herr Fischer, wird sofort wieder bei Ihnen eingestellt. Was selbst? Zum doppelten Gehalt. Ständig. Bis morgen. Ja. Dann hole ich Sie ab um 4 mit meinem Wagen. Barsche. Spring doch mal zur Post rüber und gib diesen Brief auf. Express. Tag, meine Herren. Wer von Ihnen hat morgen die letzte Führung? Ich hab Punkt. Gut, kommen Sie mit mir. Wollen Sie sich eine kleine Sonderzulage dazu verdienen? Ich auch gerne. Sie scheinen mir nämlich ein cleverer Junge zu sein, also hören Sie zu. Ich werde morgen an der letzten Führung teilnehmen mit einer Dame. Mit einer amerikanischen Dame? Nein, mit einer dänischen Dame, aber die Nationalität spielt in dem Zusammenhang keine Rolle. Wichtig ist nämlich, dass Sie die Dame und mich im Rahmen der Schlossbesichtigung allein zurücklassen. Sie verstehen? Ja. Hier, zur Vertiefung Ihres Verständnisses. Ja, was ich noch sagen wollte, vielleicht will es der Zufall, dass Sie die Dame und mich im Boudoir einschließen. Ja, Herr Funk. Da wird sich der Martin aber freuen. Thank you.